In diesem Video schauen wir uns eine einfache Maschine an, die man in den Physikbüchern meistens in dem Kapitel das Hebelgesetz findet, und starten mit einer Alltagssituation, in der ein Vater mit seinem Kind auf einer Wippe wippt. Was ist das Besondere an dieser Situation? Aus physikalischer Sicht ist es interessant, weil die beiden Personen zwar unterschiedliche Massen haben und dennoch problemlos miteinander wippen können. Und ich glaube, das kennt ihr auch schon aus dem Alltag. Die Lösung ist, man setzt die massereichere Person etwas weiter vorne, nenne ich das mal hier. Also fassen wir das kurz zusammen. Der Vater und das Kind können trotz sehr unterschiedlicher Massen problemlos gemeinsam wippen. Der Trick dabei, der Vater sitzt weiter vorne. Umgangssprachlich wäre das Ganze somit geklärt. Natürlich wollen wir das Ganze aber etwas präziser beschreiben, präziser betrachten, und dazu brauchen wir einige Fachbegriffe, beziehungsweise wir müssen das Ganze aus physikalischer Sicht betrachten. Aus physikalischer Sicht handelt es sich bei der Wippe um einen zweiseitigen Hebel. Ein Hebel ist eine einfache Maschine, mit der der Kraftaufwand bei einer Hubarbeit gespart werden kann. Dieser Satz hier ist aus physikalischer Sicht richtig. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass ich an dieser Stelle missverstanden werde. Ein Hebel kann natürlich auch in anderen Anwendungen benutzt werden. Es muss ja nicht immer um die Hubarbeit gehen. Ich würde aber gerne in diesem Kontext bleiben, weil es uns gleich bei den Herleitungen helfen wird. Und außerdem haben wir bis jetzt einfache Maschinen immer in diesem Kontext der Hubarbeit betrachtet. An dieser Stelle versetzen wir uns in die Rolle eines theoretischen Physikers oder einer theoretischen Physikerin und werden eine mathematische Herleitung des Hebelgesetzes durchführen, die wir dann später in einem Experiment überprüfen wollen. Es gibt zwei Arten von Hebel, das einseitige und das zweiseitige, und wir fangen an dieser Stelle mit dem einseitigen Hebel an. Bei dem einseitigen Hebel, das kann man mit dieser Zeichnung hier gut beschreiben, also wir haben jetzt einen Balken, den habe ich hier zweimal dargestellt, und dieser Balken wird an einem Drehpunkt gelagert. Also hier diese gestrichelte Linie ist sozusagen die ursprüngliche Position des Balken, und dann können wir das Ganze anheben, fassen das an dem Hebelende an und drehen den Balken und diesen Drehpunkt. Und so können wir eine Masse anheben, zum Beispiel eine Masse von einem Kilogramm. Und jetzt ist es auch hoffentlich klar, weshalb ich diesen Balken jetzt in zwei Bereiche unterteilt habe. Einmal den schwarzen Bereich bis zum den Schwerpunkt oder beziehungsweise diesen Mittelpunkt der Auflagefläche unserer Masse. Und der zweite Teil von diesem Flächenmittelpunkt bis zu dem Hebelende. Dann gibt es sozusagen diese erste Teilstrecke, die würde ich gerne mit L1 bezeichnen. Und die gesamte Länge soll L2 sein. So, in diesem Bild gibt es sozusagen zwei Höhen. Einmal eine Höhe, um die die Masse im Schnitt angehoben wurde. Das ist die Strecke, die senkrecht von diesem Punkt zum Boden geht. Sozusagen die Höhe eines Dreieckes hier. Und einmal gibt es diese Strecke, um die unser Hebelende in die vertikale Richtung bewegt wurde. Und in dieser Zeichnung habe ich mich für die Höhe 1 Meter und die Strecke 2 Meter entschieden. So, machen wir ein paar Notizen. Der Hebel kann in zwei sinnvolle Abschnitte unterteilt werden. L1, die Strecke zwischen dem Drehpunkt und der Masse M. Und den Buchstaben L habe ich genommen, weil es sich um eine Länge handelt, und bei einem Hebel ist es üblich zu sagen, dass es eine Armlänge ist. Und entsprechend L2, das ist die Strecke zwischen dem Drehpunkt und dem Hebelende, und das ist die Armlänge 2 und daher der Name L2.
Die verschiedene Farbkodierung habe ich gewählt, weil wir sozusagen hier so ein kleineres Dreieck haben, was man mit so schwarzen Strecken begrenzen kann. Und dahinter verbirgt sich das größere rote Dreieck mit den Strecken L2 und S. Wenn man die einfachen Maschinen betrachten möchte, ist es immer sinnvoll, mit der Hubarbeit anzufangen. Um die Masse M auf die Höhe H anzuheben, muss die Arbeit W verrichtet werden und diese ist entweder Fg mal H. Die Kraft Fg zeichne ich jetzt hier nicht an, weil die Zeichnung dadurch sehr unübersichtlich sein wird, aber das ist einfach die Schwerkraft, die auf die Masse M wirkt. Also die würde irgendwie von hier aus nach unten gehen und dann habe ich die Kraft Fh, die ich mit der Strecke S multipliziere. Die Strecke S finden wir hier. Die Kraft Fh zeichne ich auch nicht, weil, wie gesagt, aus den Gründen, dass es zu unübersichtlich sein wird. Aber das ist die Kraft, die man jetzt am Hebelende ausüben muss, um die Masse M anzuheben. Ja, also das müsste im Prinzip egal sein, ob ich jetzt die Masse einfach so anhebe um einen Meter, ob ich jetzt an dem Hebelende diese Strecke zurücklege, ich werde die gleiche Arbeit verrichten. Natürlich machen wir jetzt hier eine Idealisierung und zwar dieser Balken ist für unsere Herleitung massenlos. Aber auch das kann man durch einen Trick auch in einem Experiment hinbekommen, aber dazu kommen wir etwas später. Also, wir haben jetzt die Formel für die Hubarbeit und zusätzlich dazu haben wir noch die Informationen, die wir in diesem Dreieck ablesen können. Und zwar die Strecken L1 und H bzw. L2 und S gehören zu ähnlichen Dreiecken. Und aus diesem Grund können wir folgende Gleichung aufstellen. Es gilt, die Strecke H geteilt durch L1 ist das gleiche wie die Strecke S geteilt durch die Strecke L2. Ja, weil wir jetzt sozusagen skalierte Dreiecke haben. Das schwarze Dreieck ist das rote Dreieck nur etwas verkleinert. Und aus diesem Grund, wenn man jetzt die Strecke H durch L1 teilt, muss man auf das gleiche Verhältnis kommen, als wenn man die Strecke S durch die Länge L2 teilt. Diese Information würde ich gerne mit der Gleichung hier verbinden und das mache ich folgend. Ich forme die Gleichung etwas um und zwar nach H. Wie mache ich das? Ich multipliziere beide Seiten der Gleichung mit L1, dann verschwindet auf der linken Seite L1 aus dem Nenner und taucht auf der rechten Seite im Zähler wieder auf und wir bekommen einen Ausdruck für die Höhe H und zwar, das ist die Länge L1 multipliziert mit dem Quotienten S durch L2. Oft ist es bei den Herleitungen so, dass die Rechnungen oder dass die Gleichungen bei der Herleitung immer komplizierter aussehen, bis man einen Punkt erreicht hat, wo man sozusagen einige Sachen vereinfachen kann. Und jetzt kommen wir zu einem Schritt, der auf den ersten Blick nicht so sinnvoll aussieht, weil man plötzlich mehr Buchstaben hat als davor. Aber glaubt mir, das ist eine gute Idee. Wir setzen einfach in die Gleichung mit der Hubarbeit unsere Höhe H und erhalten dann folgendes. Fg mal L1 mal S durch L2, also an dieser Stelle wurde der Buchstabe H einfach durch das Produkt hier ersetzt und die rechte Seite Fh mal S wurde einfach abgeschrieben. Eigentlich musste ich den Buchstaben S hier auch rot färben, das kriege ich jetzt aber nachträglich nicht mehr hin, sorry. So, auf beiden Seiten der Gleichung haben wir ein S und deshalb können wir das S rauskürzen. Also diese Strecke ist ungleich 0, deshalb können wir
dadurch teilen. Das ist ja immer eine Sache, die, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man teilt. Darf ich das überhaupt? Könnte es sein, dass ich durch Null teile? Und wenn man durch Null teilt, ist es meistens problematisch. Hier haben wir aber eine Strecke, die nicht gleich Null ist. Deshalb geht das. Und wir können die Gleichung jetzt das erste Mal vereinfachen. Das s verschwindet auf beiden Seiten und bekommen fg mal l. L1 mal 1 durch L2 ist gleich die Kraft an dem Hebelarm. Und jetzt sortiere ich die roten und die schwarzen Ausdrücke, beziehungsweise die roten und schwarzen Symbolen, so dass die schwarzen auf die linken Seiten gehen, die roten auf die rechte, indem ich mit L2 multipliziere und dann ist das Ganze etwas sortierter. Fg mal L1 ist gleich Fh mal L2. Und das, was wir hier sehen, ist im Prinzip schon das sogenannte Hebelgesetz. Nur das Hebelgesetz wird meistens etwas anders notiert. Und zwar nehmen wir jetzt hier nicht die spezifisch die Schwerkraft und die Hebelkraft, sondern die Kräfte werden dort einfach durchnummeriert. Und deshalb führen wir jetzt eine Umbenennung durch die Kraft. F1 ist einfach der neue Name für die Kraft Fg. Und das kann man jetzt, also das mache ich gerne mit einem Doppelpunkt gleich. Damit deute ich darauf hin, dass ich mich jetzt für diese Bezeichnung entschieden habe. Also das ist jetzt irgendwie nicht eine Gleichheit, die aus etwas folgt, sondern ich habe einfach diesen Namen gewählt und so ist es. Und genau hier an dieser Stelle genauso F2 definiere ich einfach durch fh. Man darf das einfach machen, man darf die Variablen oder die Größen so umbenennen, wie man nur lustig ist. Man sollte aber darauf achten, dass es für die anderen Menschen immer noch lesbar bleibt. Also die Umbenennung der Kräfte F1 aus Fg und F2 definiert durch fh führt zu dem sogenannten Hebelgesetz. Und das ist einfach diese Formel, wo wir Fg durch F1 ersetzen und Fh durch F2. Bei dem zweiseitigen Hebel sieht es ähnlich aus. Warum zweiseitig? Weil wir durch unseren Drehpunkt, der sich hier befindet, unseren Hebelarm in zwei Stücke aufteilen. Wir haben jetzt eine Seite und die andere Seite des Hebels. Das ist jetzt der einzige Unterschied. Und auch hier wollen wir eine Masse anheben, zum Beispiel wieder eine Masse mit der Masse, also einen Körper der Masse 1 Kilogramm. Und wenn wir es angehoben haben, zum Beispiel jetzt auf dieser Höhe, dann können wir den Hebel in dieser Stellung aufzeichnen. Und auch das müssen wir kurz geometrisch betrachten. Wir haben jetzt einmal wieder eine Höhe, die würde ich auch gerne auf 1 setzen. Und wir haben eine Strecke, die unser Hebel zurücklegt. Und das ist die Strecke in der vertikalen Richtung. Das wären zum Beispiel hier in diesem Beispiel 2 Meter. Was wir noch haben und was noch ziemlich wichtig ist, dieser Winkel hier und der Winkel hier, beide sind gleich, weil es sich hier um Scheitelwinkel handelt. Ähnlich wie bei den einseitigen Hebeln bekommen die schwarzen Strecken auch die schwarze Strecke und die rote Strecke einen Namen. Die Strecke von da bis zu dem Drehpunkt nenne ich die Strecke L1. Das wären hier zum Beispiel 2 Meter. Und diese Strecke hier, die Strecke L2, in diesem Beispiel auf 4 Meter gesetzt. Nun gehen wir völlig analog vor wie bei den einseitigen Hebeln. Um die Masse m auf die Höhe h anzuheben, muss die Hubarbeit w geleistet werden bzw. verrichtet werden. Und was gilt für diese Hubarbeit? Das ist natürlich fg mal h. Fg ist die Schwerkraft, die auf diese Masse hier wirkt und h ist diese Höhe. Und die muss ja der Kraft entsprechen, die wir jetzt hier an diesem Hebelende haben und die wir jetzt über die Strecke s verrichtet haben. Also wie immer eine einfache Maschine. Und der Kontext der Hubarbeit
führt meistens zu sinnvollen Ergebnissen. Und jetzt kommen wir zu den geometrischen Betrachtungen. Die Strecken L1 und H bzw. L2 und S gehören zu ähnlichen Dreiecken. Das ist genauso wie bei den einseitigen Hebel, nur hier müssen wir etwas genauer gucken, aber der Trick ist im Prinzip der gleiche. Es liegt an diesem Winkel hier. Und die Strecke S bzw. die Strecke H liegen dann senkrecht zueinander, also die schwarzen Strecken H und L1 und die roten Strecken L2 und S, die sind senkrecht zueinander, deshalb können wir Dreiecke bilden, die zwei gleiche Winkel haben. Wenn die zwei gleiche Winkel haben, dann ist auch der dritte Winkel gleich und somit handelt es sich um ähnliche Dreiecke. Damit gilt, also wie schon bei den einseitigen Hebel, H durch L1 ist das gleiche wie S durch L2 mit der gleichen Begründung. Die Dreiecke sind ähnlich, also muss es einen Skalierungsfaktor geben, sodass man jetzt das eine Dreieck in das andere Dreieck umwandeln kann, durch eine zentrische Streckung zum Beispiel. Und damit sind diese Verhältnisse in beiden Dreiecken gleich. Und wenn man sich das anschaut, wir haben diese Formel hier und die Formel hier und die sind exakt gleich wie bei der Behandlung des einseitigen Hebels. Deshalb wird es mathematisch die gleichen Ergebnisse liefern und wir können uns die ganzen Umformungen sparen und können einfach nur sagen, mit derselben Begründung wie beim einseitigen Heben erhalten wir FG mal L1 ist gleich FH mal L2 und mit der gleichen Umbenennung F1 setzen wir auf FG und F2 setzen wir auf FH, führt es auch hier zum Hebelgesetz F1 mal L1 ist gleich F2 mal L2. Und da wir jetzt diesen Zusammenhang in beiden Hebelarten gefunden haben, scheint dieser besonders wichtig zu sein und deshalb formulieren wir jetzt das Hebelgesetz. Das Hebelgesetz bei einem Hebel im Gleichgewicht, das wäre jetzt ein Hebel im Gleichgewicht, wir haben jetzt hier den Drehpunkt und eine Armlänge L1 und die zweite Armlänge L2 und die Kräfte, die an beiden Enden des Hebels wirken, da gilt einfach die Gleichung, die wir schon zweimal durch eine Umformung rausbekommen haben. Die Kraft an einem Hebelende mal die Länge des Hebelarms multipliziert miteinander entspricht dem Produkt der Länge des zweiten Hebelarms multipliziert mit der Kraft auf dem anderen Ende des Hebels. Nun kommen wir zu den Experimenten und fangen dann mit dem einseitigen Hebel an. Und ich zeige euch den Trick, wie man das jetzt hinbekommt, dass man jetzt sozusagen einen Balken hat, der masselos ist. Im Prinzip geht das natürlich nicht, aber man kann das so aufzubauen, dass die Masse des Balken keine Rolle spielt. Was wir hier haben, ist ein Balken, den wir jetzt hier mittig aufgehangen haben. Und zwar wirklich direkt in dem Schwerpunkt des Balken. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt den Balken irgendwie in den Raum platziere, haben wir auf der rechten Seite und auf der linken Seite immer die gleiche Massenverteilung, sodass der Balken, egal wie ich den platziere, im Gleichgewicht ist. Und somit spielt die Masse des Balkens im Folgenden gar keine Rolle. Dann verwende ich zwei Massen mit je 50 Gramm, sodass wir eine Schwerkraft haben, die bei einem Newton liegt. Nun hänge ich die Massen in der Mitte des einen Arms und ich betrachte jetzt nur die rechte Seite des Balken. Hänge das Ganze hier auf.
Und wir messen hier immer noch eine Kraft von 1 Newton. Wenn ich jetzt aber am Ende des Hebels messe, beträgt die Kraft plötzlich nur 0,5 Newton, so wie das Hebelgesetz es vorher gesagt hat. Jetzt kommen wir zu dem zweiseitigen Hebel. Als erstes nehme ich jetzt drei Massen, die ich jetzt auf der linken Seite des Hebels platzieren möchte. Und auf die rechte Seite des Hebels möchte ich eine Masse platzieren. Und das bedeutet, auf die drei Massen wirkt natürlich das Dreifache der Schwerkraft verglichen mit der einen Masse. Und nach dem Hebelgesetz muss ich einfach die Abstände von dem Drehpunkt so wählen, dass das Produkt der Kraft und der Armlänge auf beiden Seiten gleich ist. Und wenn ich jetzt die drei Massen in den Abstand 3 platziere, habe ich als Produkt natürlich drei Massen, also die dreifache Kraft mal die Länge von 3. Auf der anderen Seite muss ich also auf 9 kommen. Das erreiche ich mit 1 mal 9 und wir erhalten dort ein Gleichgewicht. So, jetzt möchte ich noch die zwei Massen ins Spiel bringen. Und platziere diese bei 3 mal 4, also die dreifache Kraft und der Abstand 4 auf den linken Hebelarm, insgesamt also 12. Und das gleiche erreiche ich auf dem rechten Hebelarm, indem ich die doppelte Kraft auf die Armlänge von 6 platziere. Und auch dort bekommen wir nach dem Hebelgesetz ein Gleichgewicht. Und damit ihr seht, dass das Ganze nicht einfach irgendwie fixiert ist, kann ich diese Masse zum Beispiel da platzieren und wir sehen, dass wir gerade kein Gleichgewicht in der Ruhelage haben. Gebt mir einen festen Punkt im All und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Diesen Satz soll Archimedes von Syrakus gesagt haben. Archimedes ist auch die erste Person, von der überliefert wird, dass sie das Hebelgesetz hergeleitet hat. Er lebte von 287 v. Chr. Bis 212 v. Chr., war ein griechischer Mathematiker, Physiker und Ingenieur. Diese Aussage würde ich gerne zum Anlass nehmen und mit euch folgende Fragestellung zu beantworten oder zu untersuchen. Wie lang muss der Balken sein, den Archimedes für seine Idee benötigt? Für die Überlegung mache ich folgende Annahme, und zwar gehe ich davon aus, dass Archimedes in der Lage ist, 50 Kilogramm anzuheben, was einer Hubkraft von 500 Newton entspricht. Wie komme ich jetzt zu den 500 Newton? Das ist einfach die Masse, die er anheben können sollte, mal den Ortsfaktor, den ich jetzt mit 10 Newton pro Kilogramm aufrunde, also 50 Kilogramm mal 10 Newton pro Kilogramm. Die Situation stelle ich mir dann folgend vor. Wir haben die Erde, die auf einer Seite eines zweiseitigen Hebels sich befindet und auf der anderen Seite ist Archimedes da, der mit seiner Muskelkraft dafür sorgt, dass sich der Hebel in Gleichgewicht befindet. Die Masse der Erde kann man nachschauen, die liegt bei ungefähr 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und für die Länge des linken Hebelarms habe ich mich für den Erdradius entschieden. Und dieser liegt bei 6370 Kilometern.
Und unsere Frage an dieser Stelle ist, wie lang muss dieser rechte Hebelarm sein, damit Archimedes mit der Kraft von 500 Newton den Hebel im Gleichgewicht halten kann. Also fangen wir mit der Rechnung, und zwar gehen wir von dem Hebelgesetz aus. Die Kraft F1 ist die Kraft auf dem linken Ende des Hebels, L1 ist diese Strecke, F2 ist die Kraft von 500 Newton und L2 ist das, was wir ausrechnen wollen. Und an dieser Stelle mache ich jetzt einen Denkfehler. Ich sage einfach, dass die Kraft F1 M mal G ist, was nicht ganz richtig sein kann, weil natürlich hängt der Ortsfaktor davon ab, auf welchem Himmelskörper wir uns befinden. Und wir tun jetzt so, als ob diese Erde sich auch auf der Oberfläche einer anderen Erde befinden würde. Also so ganz richtig ist es nicht, aber wir brauchen irgendeine Kraft, und ich glaube, das ist eine Abschätzung, die an sich okay ist. Also wir wollen am Ende so einen groben Richtwert haben, wie lang dieser Balken sein müsste, und da brauchen wir jetzt nicht die genaueste Abschätzung dieser Kraft. Okay, L2 ist unbekannt, also müssen wir F2 hier von der rechten Seite verschwinden lassen, und das bekommen wir hin, indem wir beide Seiten der Gleichung durch F2 teilen. F2 mal L2, da gibt es ein Malzeichen dazwischen. Um das aufzuheben, müssen wir also durch F2 teilen. Damit ist L2 M mal G mal L1, das ist das, was auf der linken Seite sowieso stand. Und jetzt teilen wir das Produkt durch F2, weil wir ja beide Seiten der Gleichung durch F2 geteilt haben, und bekommen einen Ausdruck, mit dem wir diese Länge berechnen können. Nun können wir alles einsetzen, was wir so wissen. Also wir haben die Erdmasse, den Ortsfaktor, die Länge des linken Hebelarms und die Kraft, die Archimedes aufbringen kann, also die Kraft F2. Bevor wir das Ganze in den Taschenrechner eingeben, können wir etwas kürzen. Hier haben wir einmal Kilogramm in Zeller, einmal Kilogramm in Nenner, das kann man wegkürzen. Dann haben wir noch hier Newton im Zeller und Newton in Nenner, auch das können wir wegkürzen. Die 500 können wir einmal mit der 10 kürzen. Und die 50 hat noch eine 0 am Ende, das können wir mit dieser 0 dort kürzen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir uns beim Eintippen dieser Rechnung in den Taschenrechner vertun. Wenn man das jetzt ausrechnen lässt, kommen wir auf ungefähr folgenden Wert. Das sind 7,64 mal 10 hoch 26 Kilometer. Das sieht nach einer sehr großen Länge aus. Ist es auch. Also zum Vergleich, der Abstand Erde-Sonne liegt bei 1,5 mal 10 hoch 8 Kilometer. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist die Länge des Balkens, die wir hier haben, etwa um das Tausendfache länger als der Durchmesser des Universums. Und das ist auch der Grund, weshalb ich der Meinung bin, auch mit einer sehr groben Annahme hier bei dieser Kraft, ob diese Kraft jetzt irgendwie 10-mal stärker ist oder 10-mal schwächer ist, spielt das im Prinzip keine Rolle. Wir bekommen einen Balken, der nicht mal in unser Universum reinpassen würde. Also rechnerisch zwar möglich, aber überhaupt nicht realisierbar.